Von der AfD-Fraktion. Sie können es nicht mehr schlechter machen. Frau Präsidentin, werte Kollegen, wir sprechen in dieser Aktuellen Stunde über den Vertrauensverlust von demokratischen Institutionen und wie man dem entgegenwirkt. Die Kollegen vor mir haben große Reden geschwungen, das Lobbyregister soll endlich kommen. Mit der Nachverfolgung, wie und wo Lobbyisten versuchen, auf die Erarbeitung von einzelnen Gesetzen Einfluss zu nehmen, hat es zwar nicht geklappt, aber was soll's, das kriegen wir schon irgendwo hin, das passt schon. Werte Kollegen von der SPD und von der Union, glauben Sie das wirklich? Ich tue das nicht. Das Vertrauen der Bürger in die Parlamente beruht auf dem Glauben, dass wir hier alle ihre Interessen vertreten und keine anderen. Dem deutschen Volke, nicht ausgesuchten Unternehmen, nicht der Beratungsbranche, nicht der eigenen Brieftasche, dem deutschen Volke. Und was glauben Sie, was denkt sich dieses Volk, wenn es Gesundheitsminister Spahn hört, der sagt, bleiben Sie zu Hause, Corona ist gefährlich, kein geselliges Beisammensein, und das dann lesen muss, dass sich genau dieser Gesundheitsminister am selben Abend mit Unternehmen zum Abendessen getroffen hat, die Maske nur für Erinnerungsfotos aufsetzte und die Teilnehmer auch noch aufgefordert worden sind, 9.999 € zu zahlen. Wir haben es gehört, denn ab 10.000 muss man die Namen veröffentlichen. Ein lukrativer Abend für den Gesundheitsminister, eine ganz dunkle Stunde für die Glaubwürdigkeit der Politik. Und an was denkt der Bürger, wenn er den Namen Andreas Scheuer hört? Mautdesaster, eine endlose, peinliche Liste der Pannen, eine vernichtende Kritik des Bundesrechnungshofes und eine nachträglich verhängte Geheimhaltungsstufe für Akten, damit die Schweinereien nicht ans Tageslicht kommen. Das Versagen des Verkehrsministers wird den Steuerzahler über eine 500 Millionen € kosten. Über verlorenes Vertrauen müssen wir hier gar nicht erst anfangen zu diskutieren. Und was denkt sich der Bürger, wenn er den Namen Philipp Amthor hört? Keine 30, aber wie man an Aktienoptionen und Direktorposten als Belohnung für die Gefälligkeiten kommt, das weiß er. Georg Nüßlein, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der illegalerweise am Verkauf von Masken mitverdient haben soll. Axel Fischer, CDU-Bundestagsabgeordneter, Korruptionsvorwürfe. Nikolaus Löbel, CDU-Bundestagsabgeordneter, der Dritte im Bunde. Wie viel Vertrauen geht bei Studenten verloren, die ihre Doktorarbeit selbst schreiben und dann merken, es geht auch anders? Die sehen, dass ein Plagiat unserer Familienministerin Giffey gar keine Auswirkungen hat, außer dass sie freiwillig auf ihren Doktortitel verzichtet. Wie großzügig von ihr! Das Ganze kann man aber noch toppen. Ursula von der Leyen, unsere ehemalige Verteidigungsministerin, ist für ihre Berateraffäre, bei der alle Daten von Handys gelöscht worden sind, damit man auch da nichts nachverfolgen kann, nicht etwa abgestraft worden. Nein, sie ist mit der Position der Präsidentin der Europäischen Kommission belohnt worden, ein Amt, für das sie noch nicht einmal zur Wahl stand. Meine Damen und Herren, das kann man keinem Bürger erklären. Aber wenigstens ist Frau von der Leyen konsequent und hat in der EU in ihrer ersten Krise auch komplett versagt. Herzlichen Glückwunsch. Und Sie fragen sich allen Ernstes, wieso der Bürger Ihnen nicht mehr vertrauen und glauben kann. Und Sie glauben, das ist mit einem Register erledigt. Wie sollen die Bürger Politikern vertrauen, die nur ihren eigenen Vorteil sehen, die für ihr Versagen keine Konsequenzen fürchten müssen? Früher haben sich Minister noch entschuldigt und haben ihren Hut genommen. Heute fehlt den Patex-Politikern die Größe für einen Rücktritt. Wie sollen die Bürgerpolitiker vertrauen, die sie beschimpfen, wenn sie Kritik an der aktuellen Politik üben, die sie Dunkeldeutsche nennen, Pack-Idioten? Wie sollen die Bürgerpolitikern vertrauen, die Gesetze im Schweinsgalopp durch den Bundestag treiben, ohne Zeit für Beratungen? Die Gesetze wie den Staatstrojaner in anderen Gesetzen verstecken, weil sie Angst vor der öffentlichen Debatte haben. Die sich von Huawei den Parteitag sponsern lassen und nachher natürlich nicht den Ausschluss dieses Konzerns vom Netzausbau beschließen können. Deren Gesetze regelmäßig vom Verfassungsgericht kassiert werden, weil sie verfassungswidrig sind. Die Grundrechte als Privilegien ansehen, die man nach Gutdünken verteilen kann. Die die wichtigsten Entscheidungen in der Corona-Politik nicht mehr hier im Bundestag treffen, sondern im Kanzleramt. Und die einen Mao-Verehrer zu einem wichtigen Berater für die Regierung in der Corona-Krise machen.
und die die größte Oppositionspartei kurz vor den Wahlen mit den politisch instrumentalisierten Verfassungsschutz auf den Hals setzen, weil sie Angst um ihre Posten und ihre Macht haben. Und die damit auch noch vor Gericht scheitern und sich heute bis auf die Knochen blamiert haben, meine Damen und Herren. Nein, werte Kollegen, so schafft man kein Vertrauen. So verliert man die Menschen. Und sie merken das noch nicht einmal. Deutschland hat etwas Besseres verdient als Sie und Ihre Politik. Und daran wird kein Register dieser Welt etwas ändern. Wahltag ist Zahltag. Und eines verspreche ich Ihnen. Uns von der AfD bekommen Sie nicht klein, auch nicht mit einer Marionette namens Haldenwang. Vielen Dank. Das Wort geht an Dr. Matthias Bartke von der